Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Für eine Mine ist leider unsere Zeit abgelaufen. Mal sehen, ob hier sich irgendwie wieder was Neues abspielt. Oh ja, oh ja, oh ja. Es passiert was. Mali ist zurück. Mit komisch gleichartigen Persönchen. Ach du Kacke. Gut, dann wollen wir doch mal hier erstmal Dinge wegbringen, die wir nicht mehr brauchen. Das brauche ich nicht. Hier habe ich Mützen ohne Ende. Okay. Ledergürtel haben wir auch noch. Warum habe ich hier so viel unnötiges Zeug drin? Ach, das frage ich mich schon seit Ewigkeiten. Und es wird keine verlässliche Antwort darauf geben. Ja, Emily habe ich irgendwie gestern nicht mehr erwischt. Das ist schade. Aber passiert halt. Da steckt man nicht drin. So. Dann wollen wir doch mal Mali begrüßen kommen. Wir müssen jetzt nicht vor Higgins da sein. Wir wissen auch so, dass wir besser sind als der. Deswegen gucken wir einfach mal, was Mali zu berichten hat. Ach, hier sind gerade zwei so eine Dingers. Ist das eine noch von den Piraten oder? Ja, das hier sind diese fliegenden Schweine. Ehrlich. Nee, das ist die Luzi, nicht die Mali. Wo ist denn... Das ist die Frage, wo sie ist. Tok sok zu, hu hu hu. Ah, da ist eine der Allianz-Dinger. Ihr seid echt hartnäckig, die Piraten. So besiegen. Ja, ich weiß. Hab ich mir hart erarbeitet. Hallo Gail. All hail Bürgermeister Gail. Ach, hier ist schon fürs Fest gemacht. Das ist ja herrlich. Irgendwie habe ich jetzt Bock, wieder Luftballons zu zerkloppen aus irgendeinem Grunde. Ich weiß nicht warum. Hier muss ich vermutlich bei Gail der Heimer nachgucken. Ob sie da untergekommen ist. Ja, noch habe ich einen klitzekleinen Vorsprung. Den würde ich gerne bewahren. Aber erstmal gucken wir, was kriegen wir denn hier? Einen doktorisierenden Auftrag haben wir da. Dort werden Windrad angesagt. Und hier ist ein Weidenkorb gefragt. Ja, komm, nehmen wir den Weidenkorb. Der klingt irgendwie so easy schmiesi, locker flockig aus dem Handgelenk. Das ist so eines der Dinge, die können wir auch noch auf der linken Popacke zusammenbasteln. Oh, Isaac ist da. Wollen wir mal wieder hier irgendwie verlustig gehen? Wir müssen doch hier irgendwie nur 5 in der Reihe bekommen oder so. Glaube ich. Nee. Nicht mit mir, Freundchen. Ach du Schande. Das war knapp. Das war noch knapper. Alter Verwalter. Was plant er jetzt Neues? Ah, da wollte er mich ausbremsen. Scheiße. Was plant er denn jetzt? Ich weiß es nicht. So, ich müsste selbst mal einen Angriff langsam starten.
Habe ich eigentlich erahnen müssen. Oh, das war knapp. Da hätte er mir fast die Butter vom Brot genommen. Ach, das war wieder arschig knapp. So. Ich habe verloren. Scheiße. Wirklich verlassen. Ja, scheiße. Aber ich habe mich so lange gehalten wie sonst noch nie. Wenn das kein Achievement ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo Mali jetzt rumgurkt. Mali, wo bist du? Geld zu Hause. Gucken wir da mal nach. Nee, da finden wir Ginger. Mit einer schönen Lampe hier. Das hat auch eigentlich was Muggeliges. So, ist hier irgendwo was von Malis Häusle oder so? Ach, hier können wir jetzt rein. Oh, wir sind jetzt ja so richtig dicke mit allen offenbar. Ja, leck. Soll das ein Lama darstellen? Als Neonröhrengedöns? Wenn ja, finde ich das ziemlich awesome. This is totally awesome. Ach, hier dürfen wir auch. Wir dürfen jetzt ja so ziemlich. Ah, da dürfen wir nicht rein. Okay, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich bin heute echt wieder so ein Phrasendrescher. Neppe, Schleppe, Phrasendrescher. Wo ist Mali? Das ist die große Preisfrage. Vielleicht ist sie auch im Forschungszentrum. Ah, das könnte auch sein. Ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen. Warte mal, hier habe ich einen Allianz-Soldaten. Da auch. Da noch einen dritten. Nur die Person, die ich suche, finde ich nicht. Ja, das haben wir gerne. Luchi! Hi! Ach ja, stimmt ja, die ist ja im Moment arbeitslos. See you. Das ist natürlich scheiße gelaufen für sie. Da kann ich aber nichts für. Gut, wollen wir mal kurz. Nee, nicht Museum. Hier. Vielleicht will Mali sich das Ganze auch mal. Sag ich mal, aus der Nähe anschauen. Nö, 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 nö. Aber diesmal müssen wir tatsächlich ins Museum. Nachts im Museum. So, mal sehen, ob wir Ben Stiller hier irgendwo vorfinden. Ich weiß es nicht. So, da haben wir schon irgendwas in der Art. Wenn wir das hier hinpacken, nee, das ist nicht das Richtige. Wo haben wir denn einen Platz dafür? Hier vielleicht. Nee, hier ist es. Ja, ein komisches Glasgefäß ist platziert. Haben wir schon irgendwie so einen komischen Krug oder so? Nee, aber wir haben den Taucherhelm. Ja, komm. Den müssen wir doch unterbringen. Und nee, ist nur ein Teil des Schallplattenspielers. Waldhorn, ja. Das lass das Horn von Gondor erschallen von mir aus. Was Komplettes habe ich hier gerade nicht. Naja. Irgendwo wird schon Platz sein. Jo, besonderer Gegenstand, Relikt. Natürlich spenden wir das Ganze. Wer bin ich denn, um das nicht zu spenden? Warte mal. Als ich mir den Helm aufgesetzt habe, sah der nicht schön aus, aber der war größentechnisch passend für den Kopf.
Jetzt, wo ich das Ding dahin gepackt habe, ist das irgendwie für andere Köpfe bestimmt offenbar. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Mein Name ist Hase und ich weiß von gar nichts. Darum sage ich ganz bewusst. Bewusst. Ich habe bewusst gesagt. Oh Mann, mit mir ist es echt... Es geht zu Ende. Mann. Werden die immer mehr, die Soldaten? Nee. Ich dachte schon. Wenn ich jetzt wüsste, wo die vermaledeite Mali ist, dann wäre ich klüger. Ja, Geld, den finde ich, ne? Das ist kein Problem. Und das ist nur der Albert, wenn ich das richtig sehe. Nee, ein Passagier. Die verwechsel ich oftmals mit Albert irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, können wir nochmal zusätzlich einbauen. Warum auch nicht? Oh, Ventilatormodell. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehabt. So, jetzt brauche ich aber nochmal ein Weidenkörbchen. Gib mir ein Weinkörbchen, ein Königreich für einen Weinkorb. So, dann machen wir mal wieder unsere obligatorischen 3, 2, 1 und meins. Es singt und lacht. Gott, ich habe heute wirklich popkulturelle Referenzen ohne Ende. Die streue ich halt so munter vor mich aus. Was sein muss, muss sein, ne? Das Mali, Mali. Dies war bisher meine schwierigste Aufgabe in meiner Gilde. Ich wünschte, ich hätte noch einen Versuch bei diesem Ritter. Ich habe noch nie gegen einen Feind verloren. Tja, ne? Ich auch noch nicht. Zumindest nicht langfristig. Ja. Ich muss zum Sams. Dann wollen wir doch mal... Sams ist auch schon wieder so eine Anspielung. Scheiße. Irgendwas ist heute mit mir los. Und ich weiß nicht was. Das ist das Problem. So. Scrappy, finde doch mal was. Ich habe mir sagen lassen, du kannst was finden. Na komm. Sei ein guter Hund. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe Vertrauen in dich. Du findest das. Glaub an dich, wie ich an dich glaube. Nein, das ist es offenbar noch nicht. Scraps, leg los. Oh, hi. Mit dir können wir auch mal schnacken. Warum nicht? So, wir schnacken auch mit Mai. Hier muss doch irgendwo... Dass irgendwas hier sich befindet. Hä? Seit wann hat Lee denn da? Na gut, dann spende ich mal was. 100 Gold. Auf das meine Seele Gnade widerfährt. Oh Mann, da bin ich mittlerweile etwas falsch. Wo ist Sam denn jetzt hin? Scheibenkleister. Mal sehen, wenn ich da angekommen bin, ist Sam schon wieder ganz woanders. Aber hey, wir haben was zu tun. Immer positiv sehen. So, Sam geht irgendwie noch einen heben oder so, keine Ahnung. Das Sams, komm her, du Samson, Tiffy, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ach, da ist sie ja. Ui, ist ja richtig voll heute. Zack.
kriegen wir Geld, kriegen wir Freundschaft, kriegen wir alles. Und ich habe ja Bock bekommen auf neue Ballons. Oder auch nicht. Haha, noch einen erwischt. Die 100% wären mal richtig awesome. Na, schaffe ich das hier? Wäre zwar nicht die 100%. Leider. Ey, mein Motto ist ja, ich gebe immer 100%, 20% am Montag, 20% am Dienstag, 20% am Mittwoch, 20% am Donnerstag und 20% am Freitag. Ey, nee, eigentlich 50% am Montag. Führen wir mal lieber nicht genauer aus. Gegen Ende der Woche schwanken die Prozente ein kleines bisschen. Auch wenn montags ja zugegeben die Motivation nicht immer am größten ist. So. Ah, für meinen Let's Play-Kanal gebe ich natürlich immer 100%. Ach Mensch, wenn am Anfang nicht die Probleme gewesen wären. Och. Der 85. So, einer noch hier. Aber man kann zumindest sagen, ich balle alles ab, was mir gerade vor die Flinte kommt. Und stelle mich dabei eigentlich richtig gut an. Oh, 95%. Leck mich doch an die Füße. Errungenschaft freigeschaltet, Scharfschütze. Ja. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Der Presley. Ach, die sind ja fast alle sind sie da. Aber ich werde mal wieder gehen. Man muss sich ja auch mal ein bisschen Ruhe gönnen von der harten Arbeit. Ich höre einen Hund. Wo war der Hund? Ich weiß es doch nicht. Ach, das ist der Hund. Hundi, mach mal was. Macht leider nichts. Und das macht mir was. Ich muss nochmal hier kurz gucken, ob ich da noch was finde. Ich muss doch irgendwo diese... Nur, das ist nicht unbedingt der Boxhandschuh, aber... Ein Gemälde hat auch was Schönes für sich. Na komm, damit können wir doch irgendwie leben. Geben wir dem Gemälde einfach mal ein schönes Plätzchen. Und dann sind wir ready for takeoff. Ach, da haben wir sogar schon einmal das Gemälde. Na, dann packen wir das hier hin, dann fällt das nicht so auf. So, zack, da ist es. Perfekt, Nora ist auch wieder dabei. Ach komm. Wollen wir mal nicht so sein. Nora, wir werden jetzt mal hier interagieren. Zu einem schönen Küsschen. Ja, komm schon. Wenn schon, denn schon die volle Palette der Romantik. Weil dann müsste ich auch das andere machen. Aber nee, das... Wir wollen es ja nicht übertreiben. Sondern einfach nur ins Bett gehen und uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn dann der Tag der hellen Sonne da stattfindet. Bis dann allerdings. Ciao, ciao.